Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Princess Peach Showtime. Jedem letzten Part haben wir das Finale von der Cowgirl Peach gemacht. Man in unserer Kleidung auch erkennen kann. Wir haben auch sein Funkli befreit. Funkli. Und machen jetzt weiter mit. Alter! Ja, da gibt's auch das Finale. Part noch angesprochen. Die große Party. Oh, Jan. Oh, Jan, bist du bereit? Mal gucken. Also, du könntest ja das am Ende besser als dann diese Kekse backen. Ja. Wir werden sehen. Ach, mein Gott, ich bin gespannt. Das ist ja wichtig. Bald kommen ja auch wieder, Käufs. Wenn die Flo irgendwann fertig macht. Ich muss nur schauen, wie ihr das hochgeladen habt. Oh, Patisserie! Es gibt hier Leckereien für uns. Es steigt bald eine große Halloween-Party. Oh, es gibt köstliche Leckereien. Sind das Lumas da drin? Ein Lumas gibt's denn da? Oh, das ist ein Engel. Das sind Geister. Na, Süßigkeiten. Leckere, ominöse Süßigkeiten. Oh, fein, wie toll. Ich weiß ja nicht. Muss essen, Leckereien. Hallo. Ach, bitte hilf uns. Aber warte mal. Soll ich dir verwandeln? Könntest du ganz nach rechts gehen? Gab's da noch irgendwas? Weil das ist ja scheinbar der Weg. Die Sache ist halt, wenn ich B drücke, passiert hier halt gar nichts. Ja. Oh, da ist was. Was ist das da für ein gebrochener Boden? Genau. Geld. Ja gut, es gibt ja auch nur 7 Stück, aber trotzdem. Ja, diese Geräusche. Ich mag keinen Muckbang und auch keine ASMR. Also ASMR in gewisser Weise, aber nicht alles. Leckereien, essen, nom, nom, nom. Oh, Leckereien, die machen alle glücklich. Vielleicht können sie alle zu Weg verwandeln. Die machen einfach ganz viel davon und ja, die essen das dann. Ah. So machen, wie es da steht. Allein Eclair kann man essen. Du siehst ja, wenn es hübsch wird. Gorgeous. Ja, zum Glück. 3 Pünktchen. Tupf, tupf, tupf. Ja, Zeitlimit. Ich sehe zumindest gar nichts. Ah. Ja, gut, ich hätte jetzt anders angefangen, aber ja, das geht auch. Ah, doch, die kommen da durch, oder? Weiß ich nicht. 4 Tupfer. Hop, 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 hop. Jetzt ein bisschen für reine Kreise ziehen. Ich hätte es andersrum gemacht, aber es ist ja jedem selbst. Oh mein Gott, Jan. Passt. Nochmal Zitronenkuchen, lecker. Ich dachte nicht mal, dass man das daneben machen kann. Oh, ein Baumkuchen. Schon mal gegessen? Weiß ich nicht, glaub nicht. Mit diesen ganzen Schichten. Oh. Blub, blub. Oh, das ist doch Stella. Kann man dafür was Tolles? Alle zurück verwandelt. Er will vorbei. Was mit den letzten? Oh, scheint wieder besser zu gehen. Bitte hilf auch den anderen. Doch, wahrscheinlich gab es hier nur 2. Aber beim letzten Mal war da so eins rot gekreuzt. Ja, deswegen, ich denke, wir haben alles. Naja, von da kommen wir hin. Ja, ich denke, dass da trotzdem wieder was ist. Nochmal rein, 2. Runde. Danke für deine Hilfe. Findet die Halloween-Party noch statt? Oh, da geht's aber nach links.
Da wollte ich ja eben schon lang. Aber muss essen, lecker, lecker, Hunger, Hunger. Also wir müssen... Müssen wir mal Kekse machen. Du musst dahinter, Jan. Oder, ja. Ja, passt. Gönnt euch. Oh, man hätte es sogar nochmal machen dürfen. Nee. Alleine Fledermaus. Wir nehmen das jetzt unterwegs. So. Nee. Kannst du denen helfen? Also, nee, du kannst ja nichts machen, stimmt. Nee, nicht mal dieses Drehen kannst du mit ihr? Nee, ist bestimmt nicht so. Ein Downgrade. Alla. Oh, lecker rein, muss mehr essen. Nom, 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 nom. Da hat es kaputt gemacht. Wir machen das zusammen. Ihr gönnt euch. Ja, du bist großartig. Ja, du kannst am besten bereiten. Es sind noch mehr. Wir können noch mehr machen. Gerne doch. Ich glaube, das... Okay. Oh, jetzt geht's. Leckereien, will mehr essen. Oh, oh, ganze Horde, schrecklich. Da fehlt die Stimme. Oh. Egal, ohne Zeit. Jawohl. Ich bin ein Kekse, sonst werden wir hier bald überrannt. Ich hol mir Helfer. Merkt ihr, da wo die Leute stehen, sollte man dann zuerst hingehen. Aber es stehen auch keine da. Ganz ruhig, wir kriegen das hin. Nicht zu viel wollen. Direkt rüber. Ah! Perfekt. Ihr kriegt hier ganze. Oh oh. Ist denn das, kriegst du denn alles gut? Alles im Lot. Das war knapp, Jan. Das war knapp. Oh, das war auch knapp. Ganz schnell! Die wollen da durch! Die linken? Die rechten? Nee, du musst es abgeben noch! Eieiei. Eine Sekunde! Ja, easy. Nein! Oh Mann. Danke für die fantastischen Kekse, hurra! Sind alle wieder normal. Und hast du auch verkackt beim ersten Mal? Scheiße. Entschuldigung für das Chaos. Ah, die Party ist gerettet. Feiert gerade mit uns. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ach, Manu. Alter, die wollen die Backschuhe sehen. Setzt natürlich wieder... Ja. Das muss ja letztendlich das erste verkackt sein. Ah, da ist in der goldenen Schüssel. Ah, wir packen immer ganz schöne Sachen zusammen. Los, jede Menge davon. Ja, alle, kommt heran. Oh nein, es sind aber noch mehr. Was tun wir nur? Das wäre es jetzt gewesen.
Delicious. Patissier. Schleife. Patisserie ist nämlich der Laden und Patissier ist der Beruf. Ja, was auch immer. Naja, gut. Dann müssen wir wohl nochmal backen. Schade. Wie da wohl der Bosskampf im anderen Level da aussieht. Ein Backwettbewerb. Man weiß es nicht. Mal, wahrscheinlich ein Koch. Oder Bock. Achso, ja. Die Frage ist, ist es das jetzt gewesen, das Backen? Aber das mit dem Kuchen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Was davor oder danach? Danach. Sicher. Aber wir haben halt nur zwei bekommen und nicht drei, ja, sicher. Ja, das kann natürlich sein. Aber es war kein rotes X da, deswegen bin ich verwirrt. Ja, ich auch. Naja gut, wir backen nochmal und dann sehen wir es ja. Gut, dann machen wir mal weiter. Flo scheint es gefunden zu haben, was das Problem war. Oh Gott. Problem war. Wir hatten nur nach rechts geguckt. Aber der linke war auch in Bedrängnis. Und da ist er. Na gut, dann sehen wir uns wieder nach dem Level weiter. So, dann haben wir hier alles. Diesmal wirklich. So, wer wird der Boss sein? Also, ich finde, ein Koch wäre sehr offensichtlich. Weiß ich nicht. Mal gucken. Das eine war ein Ritter, Schwertkämpfer, König. Irgendwie glaube ich nicht, dass es hier keinen Aufzug oder irgendwas gibt. Und was war in dem letzten Part gewesen? Mit dem Cowboy. Das war der Zug, der da auch gefahren ist. Kann er auch nicht hinreisen oder so? Nein, kannst du nicht. Oha. Ach, krass, so kleine Details. Hab ich noch nie gesehen, weil jemand anders. Kannst jetzt auch direkt nochmal machen. Das wäre krass, wenn du das nutzen könntest, um nach unten zu kommen. Aber gut. Wow. Naja, zu halb. So, halb. So, auf welcher Seite ist das Bild? Wahrscheinlich links. Offensichtlich ist es links. Hier sind es nur 10. Ich bin verwirrt. Die verzauberten Leckereien. Okay, was gegen Magier? Grape ist Magierin. Nee, ich bleib bei Koch. Das macht für mich am meisten Sinn. Kommt doch jetzt nicht auf einmal eine Maus oder hier, wie heißt der? Remy aus Ratatouille oder wie auch immer. Rocco aus Pokémon. Loco. Oder Benny. Hier ist alles auch merkwürdig. Wir sollten den Funkeli suchen. Wir gehen erstmal direkt hier runter. Tschüss. Jupp, jupp, jupp. Jan hat jetzt ein Auge dafür. Ja. Hört dir mal auf damit. Wenn du stehst im Weg. Er packt immer ganz zusammen, was? Nicht abhauen, bevor man es einsammelt. Das muss man gucken. Schleife nicht verpassen. Ja, also jetzt.
Oh, das erinnert mich an so ein paar Galaxy-Level, da war auch so ein bisschen. Ah, da ist ja der Patisserie von Gali. Achso, jetzt sollte ich den doch sprechen wieder. Willkommen in der Patisserie-Arena von Frau Krepp. Was, Patisserie? Na, lass uns zusammen der Gereibel bereiten. Da ist ein Koch, eindeutig. Ich habe ihn gesehen. Oh, wurde das jetzt richtig krass hier? Oder kannst du auf jeden Fall schon mal was machen? Was für ein seltsames Verhalten, nichts hinterher. Naja, links wird jetzt keiner auf einmal da rumstehen. Du wirst schon weiter nach rechts gehen müssen. Da haben wir schon. Ja, das klingt gerade ein bisschen wie ein Palmer. Ich wollte gerade sagen. Ich habe auf dich gewartet. Möge der Wettkampf beginnen. Oha. Die Aufgabe ist eine 3-Taschen-Torte. Der die Torte zuerst fertigstellt, gewinnt. Auf die Plätze fertig. Los! Los, Jan! Einfach am Rand bleiben. Mama. Passt. Ach so. Dann. Ja. Okay. Geht um Speed. Der Hausverräter, der erste Tasche fertig gestellt, aber nicht so schnell wie ich. Das wird doch in der zweite Tasche schon fertiggestellt. Ich muss mich ranhalten. Zwei Augen und ums Kopf rum. Fertig. Alter. Ich weiß ja nicht, ob man das essen will. Nase doch. Musste man nur schneller sein oder musste man viel schneller sein? Die Herausforderung hat die Tochter fertiggestellt. Die 3-Etage-Doktormeisterschaft geht an! Peach. In Wirklichkeit, das kann nicht sein. Optisch ganz in Ordnung, aber sonst. Miserable. Köstlich. Oh, ich wollte wieder nicht. Also, eine Dame, ich war schmackhaft. Diese Tochter ist ein Gedicht. Ich sah eben nicht aus wie so. Meine Geschmacksknospen vibrieren. Oh, der Funkel ist wieder bei Sinn. Jetzt nichts wie weg hier. Hier entlang. Das erinnert mich ein bisschen an Kirby. Was war das, wo da so rumgerollt sind? Wohin das weg ist. Dream Buffet. Na, ah, das war's. Ich glaube, hier ist nichts. Wir müssen jetzt Leckereien zubereiten. Oh, warte. Da muss ich, glaube ich, nur. Mir geht's raus. Alle Köche haben französischen. Oh nein, ist der Ausgang. Alle im französischen Akzent. Willkommen in meine Arena. Ich süße Überraschung, nicht wahr? So leicht kommen wir hier nicht davon. Nein, Kekse backen, ich sehe das schon. Krieg ich sehen. Wagen wir doch ein kleines Wette backen. Wenn ihr mich besiegt, dürft ihr gehen. Ah. Wir haben wohl keine Wahl. Aber was ist aber, schaffen wir das? Jetzt wird gebacken, was es so gilt. Wer zuerst die Teller füllt, gewinnt. Und dann, wir backen's an.
Du musst da vorne hin. Ja, genau. Und alle füllen. Weg da! Hast du noch? Naja. Hm. Egal, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Jetzt müssen wir es immer perfekt machen, weil sie hat ihre richtig schlecht gemacht. Kann man die austauschen? Ich denke, es geht nur darum, dass da was steht. Ja, aber du musst ja perfekt machen da oben. Ja, sie hat die gestapelt. Kann man seine wegnehmen? Okay, dann geht das länger, als ich gedacht habe. Du musst gucken, wo noch welche fehlen. Er hat schon 3 Stapel komplett. Noch 2 Stapel fehlen bei uns. Der linke könnte reichen, wenn das drauf ist. Oh, ernsthaft? Ja, aber wenn sie das da drauf legt... Haben wir es verloren? Tada. Und noch werden jetzt die Punkte bewertet. Oh. Das ist jetzt frei, wie du versprochen hast. Na, no, also viel zu schnell, so schmeckt das nicht. Das geht nicht, ich gebe mich nicht geschlagen. Na gut, wenn das so ist, da bleibt nur noch eins zu tun. Probier doch mal einen unserer besten Kekse. Du hast keinen davon bekommen. Die Leiste oben war auch gar nicht voll. Über eure Kekse. Miam, miam. Oh, welches Aroma. Okay. Warum haben wir denn gar nichts bekommen? Verstehe das nicht. Batissier, Mehrfachschleife. Tja, müssen wir wohl nochmal rein. Und ich gucke mal, was man da so. Ich denke, da wirst du jetzt nicht viel finden. Ja, da wird das Minispiel erklärt, wo ich geguckt habe. Und hast du noch lesen jetzt? Ich höre es. Deine Leckereien sind ja einfach die besten. Dann sehen wir uns an der Stelle wieder erstmal. So, dann geht's wieder los. Wir müssen jetzt nämlich zusammen kochen. Wir müssen auch wirklich zusammen in denselben Topf gehen mit ihr. Ah, super. Das war ja nicht mal knapp zu viel, Jan. Du hast einfach draufgehalten. Läuft super hier. Ja, aber so kriegst du viel mehr einfach. Guck mal, jetzt hast du schon das eine voll fast. Ja, also, hä, da brauchst du 5 Mal. Das war ja eben viel länger. Oh, was? Geht jetzt auch noch eins weiter? Ist das die Taktik? Ja, das ist jetzt natürlich spät gewesen. Yay! Ach, das jetzt ergibt das auch Sinn, dass es um 3 Dinger sind. Wir haben es ja ganz falsch gemacht. Ja. Ach, du liebes Lieschen. Ja, da krieg dich jetzt nicht. Da krieg dich jetzt nicht. Ja, das ist ja eine ganz andere Welt, wenn man so macht. So ein bisschen. Yay! Er hat jetzt nicht mal den 4. Stapel angefangen. Ja gut.
Ja, für den Rest können wir euch jetzt dabei behalten. Dann müssen wir nur einmal den Mega-Keks backen. Ja, passiert halt nicht mehr viel. Aber wir können uns ja im Shop jetzt wahrscheinlich noch was kaufen. Wahrscheinlich. Wenn man das Geld hat. Wir fragen uns nur alle, wo kommt diese Schüssel her? Und Jan wollte es wahrscheinlich wieder platzen lassen. Ja. Wenn ich jetzt Brook wäre, würde ich fragen, ich hab doch gar keinen Mund. Oh, ja doch, den hast du aber. Kein Magen. Kein Magen. Keine kein Darm. Keine Speiseröhre. Und knapp. Schön. Ist es auf schön, der schön. Welt zu sein. Warum sag ich das? Ganz einfach, Flo. Weil du ein Boomer bist. Was soll das denn jetzt? War das die Stimme, die du, wie hast du die eingespeichert? Wie hieß die? Die hieß Boomer, aber wir haben nur Man genannt. Och Mann, ey. Gar nichts dafür, dass das bei uns auf Fasching und auf Kirmes und so gespielt wurde. Stopp! Ja. Bakery. So, hat Stella was? Nee, Stella hat nichts. Gut, dann war's für diese Folge. Und im nächsten Part kommt nochmal, ich weiß gar nicht wie viel. War es jetzt schon nochmal 3 wieder? Nee, das war nochmal 2. Ich hab keine Ahnung. Ihr sollt auf jeden Fall einschalten und nicht verpassen. Und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Princess Peach Showtime wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.